Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Wizards World 2. Das Ganze hat seit der letzten Folge ein bisschen gefarmt. Ich muss mal überlegen, wie viel später haben wir es? Ja, so ungefähr 15, 16 Stunden später. Also es war über Nacht auch aus. Aber man sieht schon, ich komme im Graveyard jetzt ungefähr bis Area 50. Das läuft tatsächlich ganz gut. Also einfach, weil die Helden relativ viel XP gesammelt haben mittlerweile. Ich gehe hier gerade mal raus, weil in Area 50 passiert halt auch nichts Spannendes. Sie sieht halt aus wie jede andere Area. Und dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen Gedanken über Equipment machen. Lass ich gleich mal schauen. Ich habe zwischenzeitlich schon mal den Alchemisten gebaut. Und dann gucken wir gleich mal. Kann ich den noch irgendwie equippen? Maybe, weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Dragon Tooth mit Perfect Quality. Das finde ich ganz nice. Den will ich auf jeden Fall behalten. Die Ice Talons sind halt auch ganz nice. Ich weiß nicht, ob ich die behalten möchte. Weiß ich noch nicht, aber den Dragon Tooth würde ich jetzt auf jeden Fall mal angehen wollen. Und zwar brauchen wir dafür wie viel Qualität hat denn der eigentlich? Oh, der hat auch 100. Ja, dann nehmen wir den doch. So, dann hätte ich gern das Massive Iron Sword of Time. Und dann brauche ich einen Ascension Ingot. Und dann gehen wir hier hin und... Ah, da sind die Sachen aus Storage eh mit dabei. Dann nehmen wir ein Ascension Ingot. Dann nehmen wir das Massive Iron Sword of Time. Und den Dragon Tooth. Zahlen dafür 3 Gems. Und dann haben wir hoffentlich ein Massive Dragon Tooth of Time. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nice. Das heißt, das Ding können wir jetzt auf jeden Fall behalten. Das ist ja richtig gut. Also auch nach dem Time Warp. Und ich würde es aber durchaus noch ein bisschen leveln wollen, glaube ich. Weil wir haben ja gerade halbwegs Gold. Was kostet ein Max-Level? Na, easy. Machen wir mal. Die Frage ist, können wir den... Wir könnten ihn direkt nur upgraden. Der hat 81 Time-Mana. Ja, worth it, würde ich sagen. Machen wir mal. Das Ding wird halt einfach insane Schaden machen. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich das jetzt noch mit einer Rüstung mache. Also ich könnte das mit einem Schild noch machen. Ne, da wollte ich hin. Welche Quality hat denn das Ding? Ugh, 49. Überzeugt mich halt nicht so 100%. Vielleicht hebe ich den Ascension Ingot auch erstmal auf. Was wir jetzt aber prinzipiell machen können, ist erstmal das Ding auszurüsten. Das ist halt einfach jetzt E5 Schaden mehr macht als alles, was wir tragen. Ja, okay. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht ein bisschen. Also der Mana Smith ist halt schon insane. Definitiv. Ich glaube, ich würde ganz gerne den Dragon Tooth und die Ice Talons, auch wenn wir sie erstmal nicht mit dem Time Warp rübernehmen. Einfach noch ein bisschen mit Leveln. So. Wo kommt denn der her? Warum ist der equipped? Okay, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir uns alles relativ gut leisten. Das ist okay. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Sollten die Ice Talents jetzt prinzipiell auch besser sein? Da fehlt halt Vitality drauf, ne? Was trägt denn er hier?
Gott, so viel Menuing. Die Lucrative Sandals, okay. Die haben 93 Quality. Ich könnte natürlich auch einfach Ice Talents of Time. Aber das ist okay, du hast prinzipiell auch gerade einfach Insane Field dazu bekommen. Dann können wir das tauschen und die kommen einfach mal weg. Bringt der noch irgendwo was? Nicht wirklich. Schade eigentlich. Dachte, der haut's noch irgendwo raus, aber gut, offenbar nicht. Was tragen die denn alle so Fetziges? Okay. Okay. Gut, dass da ein 5er Dragontooth nicht gegen ankommt, das war dann doch irgendwie klar. Ja gut, dann hätte ich mir das schenken können. Dann verkaufe ich den halt wieder. Schade. Einfach ein bisschen Geld rausgeschmissen, aber okay. Sei es drum, du kannst in Storage. Und dann würde ich, glaube ich, nochmal... Na, alles können wir uns nicht leisten, aber ein bisschen was leveln. Ah, das reicht knapp nicht. Okay. Aber die Rüstungsteile sind mir tatsächlich wichtiger. So, ein paar Rüstungsteile gelevelt und dann würde ich tatsächlich mal versuchen, ich habe hier schon so ganz minimal angefangen. So mit 4 von 15, also es geht, wir machen auf jeden Fall genug Schaden, nur die Survivability ist halt so ein bisschen ein Problem. Aber dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich würde, glaube ich, spaßeshalber einfach hier für 5 Gems mal einen kleinen Time-Boost mitnehmen. Ah, das ist halt krass, wie er jetzt halt einfach 123.000 Hitpoints hat. Das ist halt schon ordentlich. Aber das ist auch ungefähr so die Größenordnung, wo wir hin müssen, um hier irgendwie vernünftig durchzukommen. Also das bräuchte ich idealerweise auf den anderen Champions auch noch. Weil Fire Dancer ist jetzt halt instant abgeraucht. Also wäre halt aus mehreren Gründen einfach nice, wenn wir die Factory Caves noch schaffen würden. Zum einen sind wir ja immer noch in der Alternate Timeline, wo wir 5-fach Time Mana bekommen. Dafür wäre es halt schon ganz nice, auf jeden Fall. Und zum anderen kriegen wir dann noch ein neues Gebäude, wo wir weitere Helden freischalten können. Und da sind auf jeden Fall 2 Helden mit bei, die ich schon ganz gern hätte. Weil die tatsächlich in meinem vorherigen Spielstand relativ gut funktioniert haben zusammen. Mag aber auch Zufall gewesen sein und ich fixiere mich da jetzt total unnötig drauf, das kann halt auch sein, aber zeigt sich. Okay, ich befürchte, der Blood Knight wird das alleine machen müssen. Na, der Samurai hält nicht mehr so lange. Das Problem, dass Skills eingesetzt werden müssen, das macht's halt so, ey. Dadurch haben wir halt deutlich weniger Angriffe. So, da geht der Samurai dahin. Mal gucken, wie lange er noch durchhält. Also wir müssen es jetzt im Zweifelsfall hier auch nicht erzwingen, ne? Aber... Im Zweifelsfall ist das auch einfach so eine Sache, wo ich sage, ich bin nachher so 6 bis 7 Stunden unterwegs, vielleicht lasse ich die Truppe hier dann einfach nochmal die Factory Caves farmen. Das sollte dann eigentlich schon ganz gut was bringen. Aber ich könnte das auch im nächsten Run machen.
Das Gute ist halt echt, dass er zwischendurch sich wirklich ganz gut wieder heilen kann. Jetzt muss er halt nur noch treffen. Und dodgen. Das läuft erstaunlich gut. Also, dafür, dass er komplett alleine da ist und der Rest der Truppe schon längst weg ist. Das ist nicht so gut gelaufen, natürlich, dass der Rest der Truppe schon weg ist, aber der Blood Knight hält sich da echt sehr solide. Bin positiv überrascht. Okay, das dürfte aber gleich gewesen sein. Er trifft die Fledermäuse einfach nicht. Fledermäuse nerven immer. Okay, oder doch noch? Musst nur einmal treffen. Danke, perfekt. Okay, dann haben wir doch Stage 8 auf jeden Fall abgeschlossen und können vielleicht mit dem Stable irgendwie in der 7 oder so starten. Das wäre okay. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, ich tap hier mal, wobei... Vielleicht tappe ich hier noch nicht raus. Fünf Fledermäuse ist jetzt natürlich auch so, come on. Okay, ja, das können wir vergessen. Jetzt nicht irgendwie mal anfängt, irgendwas platt zu machen. Okay, wenn er trifft, ist halt easy. Er muss halt treffen. Also wenn keine Fledermäuse wären, dann wäre alles okay. Fledermäuse sind in Spielen eigentlich... Also, ich müsste gerade mal überlegen, aber eigentlich in allen Spielen nervige Gegner, oder? Also hier definitiv. Wir haben vor... Das ist auch schon locker ein halbes Jahr her, wenn nicht länger. Vielleicht auch eher ein Jahr. Haben wir Dinkum gespielt. Da waren Fledermäuse hart nervig. In Stardew Valley sind sie auf jeden Fall nervig. Ich überlege gerade, wo es noch Fledermausgegner gibt. In Diablo 2 können sie nervig sein. Einfach weil sie zwischendurch irgendwo an der Decke hängen und sich nicht treffen lassen. Fallen mir noch Spiele mit Fledermäusen ein, die ich gespielt habe. Spontan glaube ich nicht. Oh Gott. Warum seid ihr denn jetzt so? Na, okay. Krass, ist nur ein Level aufgestiegen. Okay. Was tragt ihr denn so an Equipment? Du trägst einfach noch einen Furcoat. Ein Standard-Buckler. Okay, das ist halt schon einfach sehr traurig. Habe ich hier noch irgendwas? Das Target, Equip, kriegst du jetzt einfach mal. Das Ding leveln wir hoch, das passt schon. Stufe 11 Buckler, nee. Geht halt einfach nicht klar. Geht halt einfach nicht klar. So, damit sollte das auf jeden Fall besser sein. Ich glaube, Helm brauchen wir nicht wirklich. Also mit Helm sind wir einigermaßen ausgerüstet, wobei die Standard Leather Hood, die hier halt nichts macht außer Defense. Aber du kannst den Helm nicht tragen. Dann nicht. Das Pendulum will ich auch nicht haben. Moin Draghi. Ein besserer Schild wäre irgendwie noch cool. Also wenn wir da noch ein Victor's Target hätten, das... Oder noch ein Minor Aegis, das fände ich ganz nett. Lass mal kurz gucken, was hier so rumliegt. Nichts Gutes.
Wow, Hauptsache wir haben 5 Claws hier im Shop. Ja, nee. Nee, das überzeugt mich alles nicht so. Gut, dann lass doch mal gucken, wo wir mit dem Stable jetzt starten können. Ein 7-1 nur. Nee. Okay, aber immer noch irgendwie besser als 1-1. Bis 15 kommen, weiß ich halt nicht. Moin, heute aber früh dran. Ja, ich muss halt auch früh wieder Feierabend machen. Also was heißt müssen? Will früh Feierabend machen. Einfach. Also wir machen halt so bis maximal 9 Uhr, also noch so eine gute Stunde. Also ja, auf 5 Minuten kommt es am Ende nicht drauf an, aber ich würde gern so gegen 9.30 Uhr meine Skate-Tour losstarten. Losstarten ist kein Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich gehe mal davon aus, dass ich halt so 6 bis 7 Stunden unterwegs bin. Und ja, ich wäre halt eigentlich ganz gern spätestens 18 Uhr wieder zu Hause und fertig geduscht. Von daher. Also ja, wahrscheinlich 7 Stunden für die Tour kann ich halt auch locker einplanen. Immerhin gute Unterhaltung, während du Tagesquests in deinen gefühlten 100 Spielen machst. Oh Gott, ich bin so froh, dass im Moment keine Season läuft in Idle Champions und ich keine Daily Quests machen muss. Ich halt gar keinen Bock drauf. Also halt wirklich gar keinen Bock drauf. Okay, es steht mal wieder nur der Blood Knight. Das ist sehr bedauerlich. Haben halt echt wenig Legendary Loot gedroppt in der ganzen Zeit. Sag mal, kannst du jetzt bitte mal die Fledermäuse wegwämsen? Danke. Ich fürchte fast, wir schaffen das noch nicht. Also mal gucken, was da an Legendary Loot jetzt noch rumgekommen ist. Vernünftige Rüstung wären halt nice. Fledermäuse sind einfach zu sucky. Oh Gott. Wie kann man Zeit für so viele Spiele haben? Unglaublich. Sind echt nur die Fledermäuse, ne? Das ist schon krass. Also alles andere läuft halt relativ fluffig, aber die Fledermäuse haben halt einfach so eine hohe Dodge-Chance. Dafür machst du halt nur wenig Sport. Ja gut, das ist bei mir jetzt heute halt genau umgedreht. Ich hätte halt auch Bock, einfach den kompletten Tag zu zocken, aber ich habe mich einfach entschieden, nee. Training muss sein und dann sind jetzt heute einfach 7 Stunden Sport dran. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, aber mal gucken. Also vielleicht brauche ich auch keine 7 Stunden, mal gucken, aber die Strecke ist halt festgelegt. Aber ich habe auch ein bisschen Bock, weil das halt eine Teilstrecke ist, die ich auch noch nie gefahren bin. Von daher mal schauen. Okay, immerhin bis 12.3. Wie macht man hier Gegenstände, die man über die Timelines mitnehmen kann? Moment. Jetzt ist hier der nächste Run losgegangen. Sekunde. Hauptsächlich über den Enchanter. Den musst du auf Level 3 bringen, also hier unten einfach über den Upgrade-Button. Und dann kannst du sagen, Target Mods, ich würde es auch immer direkt 10-mal rollen, also das ist einfach nur so, dass er halt 10 Rolls auf einmal macht. Und dann kannst du halt entweder das Prefix, wie heißt es denn? Prefix Eternal nehmen.
die kannst du halt über einen Time Warp mitnehmen. Oder du nimmst halt als Suffix off-time. Also du könntest dir halt ein Massive irgendwas off-time machen. Das würde halt gehen. Das geht aber nur mit normalen Gegenständen. Für legendäre Items brauchst du dann noch den Alchemisten. Und halt Crafting Materials, das ist dann noch ein bisschen komplexer. Was wir gerade mal machen können, ist spaßeshalber einfach hier refreshen. Und wir können den Heavy Knight gerade mal rausschmeißen, bevor wir refreshen. Und den Jester mitnehmen. Weil wir den noch nicht haben, einfach um einen Bonus mitzunehmen. Dann kann der auch schon wieder weg. Hatten wir den Berserker schon? Ich glaube auch nicht. Habe ich dafür das Gold? Yes. Nice. Zwei neue Champions freigeschaltet. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Dann können wir hier einmal refreshen. Okay, die haben wir prinzipiell alle. Warum ist jetzt denn hier noch... Ah, den Monk habe ich nie... Du kannst halt auch weg. Also störst du nicht wirklich. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas? Hatte ich die Giant Spider schon? Ja, doch, die hatte ich. Den Vampire meine ich auch. Ja, safe. Können wir hier gerade nochmal leveln? Aber ich glaube, das hatte ich auch schon alles, oder? Mal müssen wir mal gucken. So, was haben wir dann in Equipment? Wir haben einen King's Mantle. Das ist ziemlich fantastisch, den würde ich gerne leveln. Oh, der ist sogar Perfect Quality. Das wäre eine Überlegung wert, ob wir da nicht mit dem Ascension Ingot reingehen. Damn, es ist teuer. Okay, den kann ich halt nicht wirklich leveln. Also einmal noch, aber... Ich glaube, ich will den behalten, um ehrlich zu sein. Gib mir mal ein Ascension Ingot, gib mir... Mist, das ist gerade equipped, ne? Jo. Unequip die mal bitte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Mit Stiefeln und einer Rüstung. So und so und so. Scheint zu gehen. Nee, geht nicht. Okay, also müssen es halt. Okay, schade eigentlich. Dann könnten wir das Ganze mit Ice Talents machen, theoretisch. Egal, du kriegst auf jeden Fall das Ding angezogen. Das ist safe besser als dein scheiß Furcoat. Du kriegst mal die Booties wieder. Dann können wir das alles selecten und zählen. So, können wir noch was leveln mit 88.000 Gold? Wahrscheinlich nicht unbedingt, also zumindest keine Rüstung. Waffen könnten wir noch, aber das bringt's nicht. Wir brauchen halt Survivability. Ja, nicht so richtig glücklich, ne? Wir könnten... Wie viel Time-Mana haben wir denn noch? 56 haben wir noch über. Das reicht halt für nichts, ne? Also wenn selbst der Helm schon 58 braucht, dann wird die Rüstung safe mehr brauchen. Aber wir können das machen. Sogar relativ entspannt. Das sind nochmal 250 Time Mana beim Reset. Wie sieht es mit Wizard Power eigentlich aus? Da können wir gleich nochmal gucken.
Und wir können die Gems mitnehmen. Okay, immerhin 6 Gems, das ist in Ordnung. Damn, das können wir uns nicht mal leisten. Wir könnten halt später starten. Wenn wir das Gold haben. Okay, gut zu wissen. Wie sieht es denn im Daily Dungeon eigentlich mal aus? Da haben wir irgendwie noch gar nichts gemacht, ne? Da würden wir bis 10 zumindest kommen, aber das sind halt 2 Gems. Das lohnt einfach nur nicht. Kriegen wir den Cyclops platt? Ich glaube nicht. Der einfach mal Level 300 hat. Nee, kriegen wir nicht. Schade. Versuch was wert. Okay. Bald. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir leider Gold farmen. Hilft nichts. Dahin. Gleich der zweite. Ja, sag mal, ich habe ungefähr 5-mal die Mimik angeklickt. Nee, okay, dann halt nicht. Okay, und jetzt ist der Bloodknight auch schon wieder alleine. Schade, das hat ja nicht so lange gehalten. Alter, Drecksfledermäuse, ne? Das ist unfassbar. Okay, aber vielleicht lasse ich das jetzt einfach im Hintergrund ein bisschen durchrödeln. Und dann gucken wir so in einer halben Stunde noch mal rein. Das finde ich, glaube ich, ganz okay. So eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Drecksfledermäuse, das ist unfassbar. Also vielleicht pusht der Blood Knight sich bis dahin irgendwie in Gebiet 14 vor, in Gebiet 15, und wir haben bis dahin genug Gold, um dann über ein Stable halt in Stage 14 oder so zu starten und vielleicht noch ein, zwei Items ein bisschen zu leveln. Das wäre dann schon ganz gut. Ja, dann lasse ich hier das jetzt einfach auf Auto-Retry. Ja. Okay, dann machen wir im Stream gleich was anderes. Erstmal, aber für die Aufnahme vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch. Und den Time Wizard nehmen wir noch mit. Und bis zur nächsten Folge, wollte ich sagen. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.